So, jetzt wird es endlich mal Zeit. Das Ding haut mir ja bald ab. Ich werde ja eigentlich nur von dem Draht festgehalten, dass mir das nicht wieder rausbricht. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich den reparieren kann. Aber übergangsmäßig werde ich jetzt erstmal den hier einbauen. Thunder Exclusive. Ich habe noch nie gehört, wie der sich im Original anhört. Ich kenne den nur modifiziert. Und der ist halt noch relativ original, soweit ich weiß. Da ist noch nicht viel dran gemacht worden. Da ist eine Schraube. Oh. Na, ich glaube, da fehlt der DB-Killer. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall baue ich den jetzt mal ein. Es wird ja jetzt auch wieder langsam Winter. Da kann man ja auch mal einen dünneren Krümmer fahren, weil das Geile an dem Leowinz ist halt, der hat einen ziemlich dicken Krümmer. Dadurch hat man halt weniger Hitze, die da ausgestrahlt wird. Ich bin mal einen Sommer mit einem Originalkrümmer gefahren. Nach 2 Wochen habe ich es aufgegeben und habe wieder den Leowinz-Krümmer verbaut, weil es geht einfach nicht. Der ist einfach scheiße, der Originalkrümmer. Und der von dem Thunder ist leider nicht viel dicker. Aber gut, es wird jetzt kälter und das muss ich jetzt erstmal machen, so lange, bis ich hierfür eine Lösung gefunden habe. Weil das geht einfach nicht mehr. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich den reparieren lassen muss. Es hat jetzt beim letzten Mal ziemlich lange gehalten, glaube 1,5 Jahre. Aber das kann ja auch nicht auf Dauer die Lösung sein. Einfach jedes Mal muss man wieder ein Stückchen abschneiden, um mir neue Löcher für die Nieten zu machen. Der ist jetzt bestimmt schon so viel kürzer als ursprünglich der Pott. Und ja, irgendwann ist er weg. Deswegen, der muss komplett umgebaut werden. Für die, die es nicht wissen, der Grund ist hier, das ist Alu und das ist Edelstahl. Und ja, das Alu, das ist einfach zu weich. Das hält nicht. Theoretisch müsste man quasi den Pott auf komplett Edelstahl umbauen. Und ja, da muss man natürlich erstmal jemanden finden, der ihm das macht. Ist ja auch nicht mal eben so. Aber gut, wie der sich anhört, wisst ihr ja, gibt ja genügend Videos von. Vielleicht schneide ich noch mal rein nach als Vergleich. Ich baue jetzt erstmal um und dann schauen wir mal. So, der Kampf mit den rostigen Schrauben ist gewonnen. Der Krümmer ist weg. Hier jetzt mal so zum Vergleich. Das ist der vordere Krümmer von dem Leo und das ist der vordere Krümmer von dem Thunder. Und man merkt schon, also das ist schon ein Unterschied vom Durchmesser. Und da merkt man natürlich auch einen Unterschied bei der Hitzeentwicklung. Hier ist auch ein Hitzeschutzblech dran, das war nicht mehr so schön. Das werde ich nochmal gucken, ob ich das nochmal aufbereiten kann mit Entlacken und nochmal neu mit Auspufflack drüber, weil das war mal schwarz, ist aber auch nur noch aus Rost gewesen. Und ja, da muss ich mal schauen, ob ich das wieder hinkriege. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir den auch eingebaut kriegen, den von dem Thunder. Geschafft. Der Kampf mit den Krümmerschrauben hat sich jetzt 2 Stunden in die Länge gezogen, aber der neue Krümmer ist dran mit dem neuen Pott. Das ist auf jeden Fall kein DB-Killer. der war da wohl nicht bei. So, jetzt lag der Pott irgendwie 2 Jahre bei mir in der Werkstatt rum. Jetzt habe ich ihn das erste Mal angebaut und muss feststellen, ich glaube, ich habe den ohne DB-Killer bekommen. Ja, mal schauen, bis wann, wie lange ich fahren kann, bis ich angehalten werde. Mit dem Leowinz wurde ich auch nie angehalten, aber da war nicht so ein offensichtliches Loch wie bei dem Pott. Naja, mal schauen. Ja, bin gerade schon mal eine Runde um den Hof gefahren, ein bisschen warm gefahren, damit ich die Schraube nochmal nachziehen konnte. Ich wäre jetzt auch schon stockduster draußen,
Aber ich wollte euch noch einmal zeigen, wie sich der Spaß jetzt anhört. Die Leute auf Instagram werden es eh schon gehört haben. Ja, kann was. Also von der Lautstärke nicht viel leiser als der Leo ohne dB Killer. Vom Klang her dumpfer, aber ein bisschen rasselnd. Ich weiß nicht, ob da irgendwas im Pott drin ist, was ein bisschen rasselt, ob da noch Reste von dem Dämmmaterial drin sind, was nicht mehr so fest ist. Mal schauen, wenn der erstmal richtig eingefahren ist, wie sich das gibt. Ich meine, der stinkt jetzt auch im Moment noch wie Sau von dem ganzen WD-40, was ich da überall drauf geknallt habe, um die Schrauben anzudrehen. Das ist da alles noch irgendwie im Krümmer drin und auf dem Krümmer und bleh. Na gut. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Schraubervideo oder wahrscheinlich eher irgendeinem Video, wo ich irgendwas mache.